Mach schneller. Schneller. Einen noch. Gott, wird es Zeit für die Overclocker-Upgrade. Das ist Overclocker-Upgrades. Dass das Ganze nicht so lange dauert. Ja, der So. SMB Luigi ist online jetzt hier, chatmäßig. Oh ja. Yay. Wunderbar. Hallo Luigi. Ich brauche wieder ein paar Wooden Planks. Vier Tree Taps. Zack. Schaltkreise habe ich noch, das ist gut. Gleich vier Stück, ach so, ja. So, Schaltkreis und der habe ich den Extraktor. Der kann dann wieder da angeschlossen werden. Dann setze ich mir da wieder meine Chest drüber. So. Zack. Und draußen leckt immer noch alles wie Sau. Ja, dann kannst du jetzt rausgehen und die Blätter einsammeln. Ach, die Setzlinge meinst du? Zum Beispiel. Ja, erstmal schlafen gehen. Aber ich glaube, dafür ist es jetzt schon zu spät. Die dürfen wahrscheinlich schon weg sein. Da ist mir jetzt wieder der scheiß Creeper einfach nur dazwischen gekommen. Aber da war es mir jetzt im Moment erstmal wichtiger, das Ganze wieder Ja. aufzubauen. Ist jetzt auch Yes. nicht so wichtig. Wächst da wieder neu alles. Hallo Creeper. Wo, was? Ich sehe es nicht. Creeper Kettensägen Massaker ist doch ein schönes Spiel. Da. Warum verbrennt der jetzt nicht? Weil Creeper nicht verbrennen. Und der Ach Zombie so. da drüben verbrennt nicht. Jetzt verbrennt er. Der war gerade noch im Schatten. Okay. Hier drüben könnte ich eigentlich auch mal wieder ernten gehen, irgendwie so ein bisschen. Na, so, das und das. Na, komm mit. Gut, einen Kompressor brauche ich. Dafür jagen wir das Zeug da nochmal durch. Hier haben wir einiges an Strom, das ist toll. Dann kann ich noch mal ein bisschen was durch den Macerator jagen. Zum Beispiel ein halbes Stack Eisen. Habe ich nicht noch irgendwo Refined Iron? Hier habe ich 5. Dann reichen die doch schon. Mache ich mir da noch mal einen Maschinenblock draus. So, wie war das jetzt? Ich glaube, den dahin, dann das Stone. Jawohl, ein Kompressor. Dann auch hierfür nochmal einen Anschluss schaffen für das Stromnetz. Zack, klick, Kompressor. So, meine Plant Balls, wo habe ich die? Oben? Nee. Lag. Leute, wo sind meine Plant Balls? Bin ich jetzt blind? Ich sehe die gerade nirgends. Ich auch nicht. Mit welchem Programm ich streame? Mit XSplit. Das Programm, was auch direkt von Own3D angeboten wird. Aber ich hatte doch eine ordentliche Menge an Plant Balls. Die sind irgendwie Weg. verschwunden. Ich versuche das Ganze mal über das Not Enough Items Interface hervor. Ach nee, das ist dann auch nicht hervorgehoben.
Die sind weg, als du starbst. Doof. Nee, ich habe das Programm nicht gekauft. Also falls du jetzt XSplit meinst, ich habe da die kostenlose Variante. Legal oder illegal? Die kostenlose Variante. Ach so, ja. Also legal. Ja. Gut. Vorhin meinte einer, du sollst irgendwie oben noch Fackeln anbringen. Bei der Tür, also innen, dann. Vielleicht ist es da so dunkel und dann spawnt da vielleicht irgendeiner. Könnte tatsächlich sein. Ja, nicht wahr? Zack, zack. Warum ist die Katze jetzt da drüben? Die habe ich doch hier mitten auf die Treppe gesetzt. Tja, ich brauche halt nur Auslauf. Ein bisschen. So, dann gehe ich jetzt nochmal raus. Such mir noch mal ein paar Pflanzen. Tür zu. Um mir daraus dann sowohl Holzkohle als auch Plantballs zu machen. Einfach ganz toll die Blätter abschlagen. Zack, 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 zack. Apfel. Äpfel sind toll. Ja. Vor allem, wenn man die zu goldenen Äpfeln macht, dann geben die auch noch einen direkten Heilbuff drauf. Also, das da. Warte mal, ich glaube, jetzt, wo meine Säge leer ist, kann ich da. Kann ich? Weiß ich nicht. Naja, ich habe sowieso gerade mal genug. 57 reichen für so ein paar Plant Balls. Ja, so 7. Nee, 8. Ach, keine Ahnung. Zack, zack, zack. 8 wären 64. Ja, 7, 5, 6 und der, okay. Zack, 7 Plant Balls und genau ein Blatt bleibt übrig. So, die kommen dann in den Kompressor, daraus werden Compressed Coal Balls. Die bringen dann wieder Energie, oder? Die muss ich dann noch weiterverarbeiten. Okay. Dazu brauche ich aber erstmal auch noch einen leeren Kanister, so wie es aussieht. Hatte ich hier noch Zinn drin? 3. Das heißt, ich brauche Zinn. Ja. Die da schon mal raus. Meine leeren Zellen, sind die auch futsch oder wie? Na, da drin sind sie nicht. Gott, leckt das. Das ist hier kaum auszuhalten. Aber meine leeren Zellen scheinen weg zu sein. Da muss ich mir da nochmal neue draus machen. Zack, 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 zack. Zellen. Biozellen. Die kommen dann in den Extraktor. Na komm, eine noch. Habe ich Coalballs gesagt? Ich meine Plantballs. Sorry, falls ich mich da versprochen habe. Ja, das ist mir jetzt auch nicht aufgefallen. Naja. So, dann das auch nochmal da rein. Dann muss ich jetzt mal gucken, wie war das mit dem Kanister? War der so? Nee. Hm.
Ach, in der Mitte noch einen frei. Doof. Also, so. Hä? Bin ich jetzt... Nee, links halt muss da. Doch dann eins fehlen. Links oben. Machen wir den dahin, dann klappt das auch. Ein Kanister. So. Eine Biofuelzelle. Da rein. Den Kanister rein. Nicht. Ach nee, in die Canning-Maschine. Kanister und Biofuelzelle. Und dann tut sich da schon was. Da müsste dann ein Biofuel-Kanister rauskommen. Cool. Bier kann ich erst machen, wenn ich auf Industrial Craft 1.9 arbeiten kann. Das würde aber voraussetzen, dass ich Minecraft auf 1.2.4 updaten könnte. Und das kann ich erst, wenn Buildcraft und Red Power für 1.2.4 verfügbar sind. Das heißt also, ich kann erst Bier machen, wenn Buildcraft und Red Power endlich mal geupdatet werden. Ach so, ich ja. Sehe gerade, ich brauche einige Biofuel-Zellen, um einen Kanister zu füllen. Hier tut sich nämlich nichts mehr, dann tue ich die da auch alle mal rein. Habe ich hier noch? Da habe ich noch zwei Stück. Gut, kommt das Ganze da auch nochmal rein. Und dann haben wir ein bisschen Biostrom gleich. Das hat immer noch nicht gereicht. Gott, braucht man da viel. Ja. Und die Frage ist halt auch, wie viel das Ganze bringt. Da habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Na komm her hier. Komm. Komm her, put. Na los. So, hauen wir die da noch rein. Reicht das schon? Mhm. Ich glaube ja. 6 Zellen, ein Kanister. Filled Fuel Can. So, den dann da rein. Ach, der ist schon leer. Gut, kann ich dann gleich verwenden für den nächsten. Wie lange der auch immer hält, weiß ich nicht.